Ja, hallo und herzlich willkommen zu endlich mal wieder einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Und ja, das letzte Video, was ich tatsächlich hochgeladen habe, war ein Guide zu Rayner. Und heute, beziehungsweise die nächste Zeit wird es soweit sein, dass Rayner einen neuen Rework bekommt. Beziehungsweise der Rework ist jetzt bereits auf dem PTR. Also ich befinde mich hier auch auf dem PTR, ich bin mit allem noch Level 1. Wieso auch immer, normalerweise bei Overwatch wurden die Sachen, glaube ich, übernommen. Glaube ich zumindest, ist auch egal. Und ja, ich befinde mich hier auf dem PTR und wir können uns schon mal sozusagen die neuen Veränderungen angucken, mit denen Rayner dann wahrscheinlich nächste Woche Dienstag, würde ich mal behaupten, als Änderungen reinkommen. Vorab wird es dann dieses Road Rage oder wie auch immer das, wahrscheinlich nicht Road Rage, wahrscheinlich wird es dann dieses, ja, auch neue Event geben, wozu es dann auch diese Skins gibt. Dann hat man hier einmal für Rayner den flammenden Schädel und ja, halt so ein bisschen auf Schrott aufgebaut. Ja, sieht ganz nett aus. Gibt es dann auch in Rot und nochmal Rot. Die Kleidung sieht dann bei den verschiedenen Rottönen ein bisschen anders aus. So, andere Skins haben zum Beispiel auch noch Asmodan, der auch einen ziemlich krassen Rework bekommen hat. Und Nacebo hat auch einen Dieselfürsten. Die Sache ist, dieser Skin hier kostet zumindest auf dem PTR momentan 600 Splitter, das ist ja fast nichts. Kommen wir aber erstmal zu den grundsätzlichen Änderungen von Rayner. Und zwar haben wir einmal, dass die Lebenspunkte um 148 Punkte erhöht wurden, sein Auto-Attack-Damage von 122 auf 92 verringert wurde und seine Reichweite nun standardmäßig auf 6,5 ist. Seine Fähigkeiten haben immer noch die gleichen Icons, sie wurden allerdings geringfügig verändert, während sein Trait durchaus komplett verändert wurde. Sein Trait ist Button Name Rayner Give Him Some Pepper mit der Beschreibung Button Tooltip Rayner Give Him Some Pepper, was natürlich erstmal wahrscheinlich entweder ein Bug ist oder die Installation hat bei mir nicht ganz geklappt von dem PTR-Patch. Ist aber insgesamt, wenn ich das jetzt mal auf Deutsch sagen würde, ist es, heißt es wohl, geben wir ihnen Saures, beziehungsweise in den Patchnotes ist häufiger auch die Rede von Schwachstelle aufdecken. Ich werde in diesem Video recht häufig Schwachstelle aufdecken sagen, weil es einfach kürzer ist als geben wir ihnen Saures. Geben wir ihnen Saures bewirkt, dass jeder vierte Auto-Attack Flächenschaden verursacht und dem Hauptziel 125% mehr Schaden zufügt. Das können wir hier ganz einfach sehen. An den Zielattrappen. 1, 2, 3 und Damage. Würden die jetzt etwas näher zusammenstehen? Moment, machen wir mal so. Stehen die jetzt zusammen? Seht ihr? 2, 3, 4 verursacht hier an beiden ein bisschen Schaden. Sobald Rayner seinen dritten Auto-Attack gemacht hat, leuchtet er blau. Das signalisiert euch, dass euer nächster Auto-Attack diese Stärke, also diese Verstärkung hat durch euer Trade. Hier, piu, fertig. Die vier Auto-Attacks müssen nicht auf ein Ziel ausgeführt werden, das heißt, ihr könnt sie immer, also ihr könnt den vierten Auto-Attack sozusagen aufbewahren und dann auf die Gegner schießen. Eine weitere Veränderung befindet sich bei der Durchschlagsmunition auf der Q. Dazu gibt es jetzt den Effekt, dass getroffene Gegner 20% für 2 Sekunden verlangsamt sind. Die Rückstoßdistanz ist nun abhängig zu der Nähe von Rayner. Mit der Q schießen wir hier die Zielattrappe in Richtung Frontbrechercamp. So, einmal direkt, wenn wir daneben stehen. Dann, wenn sich die Zielattrappe in der Mitte befindet. Und wenn die Zielattrappe ganz außen ist. Das ist ja tatsächlich nur so ein ganz kleines Stückchen. Rayners W Mut machen hat nun anstatt einem 10 Sekunden Cooldown einen 12 Sekunden Cooldown. Dieser erhöht immer noch die Angriffsgeschwindigkeit von Rayner, verbündeten Dienern und Söldnern in der Nähe um 30% und die Bewegungsgeschwindigkeit um 10%. Jedoch ist dieser Effekt nicht mehr auf Helden gestackt standardmäßig. Zumal wird, sofern gerade, ne. Zumal setzt Mutmachen die Abklingzeit des nächsten, oder, ne.
Zumal setzt Mutmachen die Abklingzeit eines Auto-Attacks zurück. Was bedeutet, dass man im Prinzip einen Auto-Attack Mutmachen und sofort einen weiteren Auto-Attack machen kann. Das sind dann immer so diese Doppelseiten. Adrenalinrauchs Abklingzeit wurde auf 45 Sekunden erhöht und diese Fähigkeit kostet nun Mana. Und zwar nicht wenig, 75 um genau zu sein. Diese Fähigkeit heilt Rainer im Verlauf von einer Sekunde, was jetzt tatsächlich auch drin steht, um 25% der maximalen Lebenspunkte. Automatische Angriffe verringern die 45-sekündige Abklingzeit um 0,5 Sekunden. Falls Helden Ziele der automatischen Angriffe sind, wird dieser Wert verdoppelt, also eine Sekunde pro Auto-Attack weniger. Eine weitere Veränderung findet sich bei Rainers Raiders, also seiner zweiten Ultimate. Hierbei ist es so, dass man jetzt nicht mehr zwei Banshees, sondern nur noch eine Banshee beschwört. Diese folgt aber Rainer, bis sie stirbt. Die Lebenspunkte wurden erhöht und der Schaden pro Geschoss wurde zwar verringert, jedoch wurden die Angriffe pro Sekunde von 0,8 auf 2 erhöht. So sieht das dann aus mit dem Raider. Er verfolgt einen. Und ja. Ist der Raider verletzt? Ist der Banshee verletzt? Regeneriert er pro Sekunde 75 Lebenspunkte, falls er 4 Sekunden keinen Schaden erlitten hat. Die Steuerung des Banshees. Also einmal haben wir hier eine. Einmal, wenn ihr auf R drückt, haben wir hier diesen großen Bereich, in dem der Banshee oder in dem die Banshee untergebracht, also agieren kann. Das ist der größte Wirkungsbereich der Banshee. Die Banshee selbst können wir über die Fähigkeit steuern, das heißt, wenn wir R drücken, also unsere Ult-Taste R drücken, können wir sagen, wo die Banshee hin soll oder welchen Ziel sie angreifen soll. Hier jetzt. Moment, so, angreifen. So. Das heißt, wir haben hier so ein Mini-Pad. Du kannst auf mich zählen. Falls die Banshee stirbt, Moment, kann ich auch mal das zeigen hier. Falls die Banshee stirbt, kommt sie nach 45 Sekunden wieder. Wir sehen es jetzt, die kriegt hier ganz schön was ab. Und ist jetzt tot. Hier hat sich die Abklingzeit. Ach shit, ich habe die Abklingzeiten aus. Aber okay, da wurde es einmal kurz auf 45 Sekunden und nach 45 Sekunden kommt diese dann wieder. Durch den Rework hat Rainer einen komplett neuen Talentbaum erhalten, was bedeutet, dass im Prinzip nur zwei Fähigkeiten gleich geblieben sind. Die anderen bzw. verschoben wurden und alles andere komplett neue Talente sind, was natürlich eine komplett neue Skillung notwendig macht. Auf Level 1 haben wir eine Quest, die das Trade von Rainer verbessert. Hierbei ist es so, dass falls wir einen gegnerischen Helden mit Schwachstelle aufdecken, also mit seinem Trade, dem vierten Auto-Attack, treffen, wird der Schaden dauerhaft um 0,75% erhöht. In dem PTA steht gerade noch 0%, aber der Schaden wird erhöht durch offensichtlich, sag ich mal. Also man sieht es, dass der Schaden erhöht wird, man sieht es an den Trainingspuppen. Es wird halt hier nur nicht richtig beschrieben. Da hat wohl jemand vergessen, dass man hier keinen Int, sondern vielleicht mal einen Float oder einen Double darstellen sollte. Dann haben wir Ass im Ärmel, eine Fähigkeit, die wir früher auch schon in abgewandelter Form hatten. Und zwar haben wir hier, dass unser Schaden gegenüber verlangsamten oder betäubten Gegnern um 35% erhöht wird. Das ist zum Beispiel ganz gut, wenn man eine Jaina oder einen Muradin im Team hat. Und dann haben wir auf der 1 noch als letztes Talent den Kammerjäger, welcher bewirkt, dass wir auf nicht-heroische Einheiten, also Diener, Söldner und Monster, 50% mehr Schaden mit unseren Auto-Attacks machen. Der Bonus wird dann auf 100% erhöht, solange Mutmachen aktiv ist. Auf der 4 haben wir tatsächlich ein älteres Talent, was Kampf oder Flucht heißt. Das hat damals gemacht, dass die Abklingzeit, glaube ich, verringert wurde und dass man seinen Adrenalinrausch jetzt dauerhaft einsetzen kann, also jetzt auch selbst einsetzen kann. Da dies jetzt nicht mehr benötigt ist, ist das Talent etwas abgespeckt. Und zwar ist es hier, dass die Abklingzeit um 10 Sekunden verringert wird und man bei Einsatz vom Adrenalinrausch 4 Sekunden lang 25 Panzerung erhält. Auf der 4 haben wir die kräftigende Munition, welche bewirkt, dass wenn Rainer mit seinem Trade trifft,
er sich um 3% seiner maximalen Lebenspunkte heilt. Falls das Hauptziel ein Held ist, wird er um 6% seiner maximalen Lebenspunkte geheilt. Als letztes Talent auf der 4 haben wir noch die Biomorph-Rüstung, welche bewirkt, dass die maximalen Lebenspunkte um 250 erhöht werden. Außerdem werden Rainers maximale Lebenspunkte jedes Mal um 5 erhöht, falls Schwachstelle aufdecken einen gegnerischen Helden trifft. Auf der 7 haben wir das erste Talent Berauschen, welche bewirkt, dass die Abklingzeitsverringerung von einem Adrenalinrausch, die standardmäßig bei 0,5 auf Diener und bei 1 auf Helden ist, während Mutmachen aktiv ist, um 200% erhöht wird. Also was bedeutet, dass wenn wir auf Diener schießen oder auf andere Nicht-Helden-Einheiten, dass pro Auto-Attack 1,5 Sekunden abgezogen werden und bei Helden 3 Sekunden abgezogen werden. Dann haben wir hier wieder eine Verbesserung für unser Trade. Und zwar haben wir hier Button Name Rainer Give Him Some Pepper Unstable Compound. Wird natürlich noch anders heißen. Ist in den Patch Notes steht es auch schon anders drin, aber ich habe es mir tatsächlich nie aufgeschrieben. Dieses Talent bewirkt, dass der Wirkbereich von Schwachstelle aufdecken vergrößert wird, um 15%. Und getroffene Gegner bekommen 3 Sekunden einen 10% Slow. Als letztes Talent auf der 7 haben wir das Großkaliber. Dies ist ein aktives Talent mit einer Abklingzeit von 30 Sekunden. Dabei erhöht sich die Rückstoßentfernung der Durchschlagsmunition beim nächsten Einsatz um 30% und die Dauer der Verlangsamung auf 6 Sekunden. Nicht Prozent, Sekunden. Dann können wir uns auf der 10 aussuchen zwischen der Hyperion, die ist gleich geblieben, also die hat die gleichen Eigenschaften wie vor dem Patch. Und dann haben wir den Rainer's Raider, den habe ich aber schon am Anfang beschrieben. So, auf der 13 haben wir die Drosselmunition, welche bewirkt, dass die Abklingzeit von Durchschlagsmunition um 3 Sekunden verringert wird, also von 10 auf 7 Sekunden. Zudem wird die Verlangsamung um 20% erhöht, solange Mutmachen aktiv ist. Dies könnte ziemlich gut sein, wenn man auf der 7 das aktive Talent genommen hat, dass die Verlangsamung länger anhält. Dann haben wir als weiteres Talent das Anspornen. Dieses erhöht die Dauer von Mutmachen um 1 Sekunde. Außerdem werden nun auch verbündete Helden profitieren, indem sie einen 10% Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeitsbuff bekommen. Als drittes Talent auf der 13 haben wir Hop Hop. In den Patch Notes stand zwar ZZ, aber ist auch scheißegal, wie das Talent heißt. Was wichtig ist, ist, was es macht. Zwar ist das ziemlich gut, es erhöht hier die Bewegungs- und Reitgeschwindigkeit von Rainer um 10%. Zusätzlich wird der Bewegungsgeschwindigkeitsboost von Mutmachen auch nochmal um 10% erhöht. Auf 16 haben wir wieder eine Verbesserung für die Q. Diese bewirkt, dass der Schaden der Durchschlagsmunition um 50% erhöht wird und dass die Durchschlagsmunition um 100% des Schadens der Helden, damit zugeführt wird, heilt. Das bedeutet, dass hier auf 20 habe ich 482 Schaden. Rechne ich das mal 1,5, bin ich bei 723 oder so. Moment. Genau, 723. Was bewirkt, dass falls ich auf Level 20 gerade mal einen einzigen Helden treffe, mich um 20% meiner maximalen Lebenspunkte heile. Das bedeutet, dass wenn ich alle 5 Helden treffe, ich mich komplett aufheilen würde. Als weiteres Talent haben wir hier Ich will mehr, welche die Heilung von Adrenalinrausch um 50% erhöht. Also von 25% der maximalen Lebenspunkte auf 33 bzw. 32,5. Aber mit Kommazahlen, na doch, da geht's. Zumindest mit den Sekunden. Aber so ganz will das ja immer nicht. Sagen wir einfach 32,5. Außerdem wird, solange Mutmachen aktiv ist, die Angriffsreichweite um 1 erhöht. Als drittes Talent auf Level 16 haben wir den Kopfgeldjäger, welcher bewirkt, dass, falls wir einen Helden mit unserem Trade treffen, diesem 3% seiner maximalen Lebenspunkte als Schaden zugefügt wird. Also ein Tankmelter-Talent. Zusätzlich bekommt Rainer hier auch noch 3 Sekunden lang 10 Panzerung. Als weiteren Zusatz für dieses Talent kann Rainer nun sein Trade aktivieren, damit der nächste automatische Angriff direkt von Schwachstelle aufdecken profitiert. So, und dann kommen wir schon zu den Level 20 Talenten. Und zwar haben wir hier einmal Fest entschlossen, welche bewirkt, dass, falls wir mit Schwachstelle aufdecken einen Helden treffen, die Abklingzeit der Hyperion um 5 Sekunden verringert wird. Zusätzlich macht Mutmachen, dass Rainer 2 Sekunden lang unaufhaltbar ist. Dann haben wir einmal die Verbesserung für den Raider bzw. für die Banshee, dass die Lebenspunkte und der Schaden erhöht wird. Zudem
wird die Entfernung zu Rayna nochmal um 100% erhöht, was bei einem Kreis natürlich sehr groß wird. Wird die Banshee zerstört, werden automatisch kostenlos Mutmachen und Adrenalinrausch ausgelöst. So groß ist nun der Wirkbereich der Banshee. Außerdem haben wir hier noch die Verbesserung für Raynas Trade, welche bewirkt, dass falls Schwachstelle aufdecken einen Helden trifft, die Rüstung von diesem Helden um 25 verringert wird. Dieser Effekt hält 2 Sekunden lang an. Als letztes Talent von Rayna haben wir hier noch den Gnadenschuss, welcher bewirkt, dass die Angriffsgeschwindigkeit um 20% erhöht wird und dass der Schaden automatischer Angriffe um 25% erhöht wird, falls das Ziel weniger als 50% seiner Lebenspunkte hat. In der Talentbeschreibung steht nichts von irgendwelchen Gegnern oder heroischen Einheiten. Dies lässt darauf schließen, dass der Schadensbonus, falls das Ziel weniger als 50% seiner maximalen Lebenspunkte hat, immer aktiv ist. Sozusagen. Also auch auf Diener, Helden, Bosse und sonst was. Durch den Rework kommen natürlich komplett neue Talente hinzu, wodurch man eine komplett neue Skillung bauen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt etwas Experimentelles für den Skillbaum, wenn man auf sein Trade geht. Und zwar haben wir hier einmal erstmal auf der 1 den geübten Schützen, welche unseren Schaden halt immer weiter stackt. Das geht bis ins Unendliche, deswegen reizt das halt immer so ganz gerne. Auf der 4 würde ich hier die Behemoth-Rüstung nehmen, könnte man allerdings auch noch mit kräftigende Munition überlegen. Jedoch finde ich, dass Rayna allein durch seine E schon genug Sustain hat, dass man da nicht unbedingt die Heilmunition picken sollte. Auf der 7 wäre das Talent für seinen Trade, dass der Wirkungsbereich erhöht wird und getroffene Gegner 3 Sekunden lang um 10% geslowt sind. Das kann ganz gut sein, so ein 10% Slow ist immer ganz nett. Jedoch denke ich, ist Berauschend hier auch keine schlechte Wahl. Beziehungsweise falls man tatsächlich später noch auf die Q gehen möchte, kann man hier auch Großkaliber nehmen. Seine Ult ist natürlich schon, wie es früher auch schon war, sehr situationsabhängig. Wenn ihr viel zonen müsst, ist die Hyperion wahrscheinlich besser. Könnt ihr allerdings einen einzelnen Gegner mit den Raiders rauspicken, dann ist der Raider natürlich besser. Auf der 13 würde ich entweder Ansporn oder Hop-Hop nehmen. Ansporn würde ich nehmen, wenn ihr auch noch weitere Auto-Attacker im Team habt. Und ansonsten Hop-Hop, denn Rayner profitiert natürlich komplett durch sein Talent, wodurch er von Hop-Hop näher an ihre Gegner rankommt. Ansporn hilft hier sozusagen weiteren Teammitgliedern. Ansonsten die Drosselmunition, ja. Ist halt, wenn man auf die Q geht, aber Rayna profitiert durch seinen Trade nur von den Auto-Attacks, weswegen ich tatsächlich auch wieder nur auf Auto-Attacks gehen würde. Außer man spielt jetzt gegen ganz krass eine Cassia und eine Johanna und vielleicht noch eine Lilly, die einen komplett alle wegblenden und noch eine Nathanis und was auch immer. Gab's schon alles. Dann könnte man tatsächlich überlegen, ob man auf die Q geht. Dann haben wir hier den Blattschuss. Wie ich schon gesagt hatte, kann man sich damit potenziell komplett wieder aufheilen. Und der Schaden wird dann auch recht beträchtlich auf Level 20. Aber ja. Wenn man irgendwelche Gegner hat, die die Auto-Attacks ziemlich stark blocken bzw. einen blenden können, ist es eventuell ratsam, auf die Q zu gehen. Aber falls nicht, würde ich immer auf die Auto-Attacks gehen. Ich will mehr, erhöht hier die Heilung. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. So dass ich hier eher auf Kopfgeldjäger picken würde, denn prozentualer Schaden ist prozentualer Schaden, egal an wem ihr den zufügt. Zudem ihr mit dem Talent auch noch euer Trade doppelt einsetzen könnt. Die Talente auf Level 20 finde ich alle nicht ganz so berauschend. Kurzer Einwand nochmal von mir aus dem Schnitt sozusagen. Ich habe eben gerade noch 2-3 Spiele mit ihm gemacht, also Bot-Spiele, weil anders kannst du im PTA sowieso nicht spielen. Und ja, im Prinzip das Talent, was einem die Auto-Attacks stärker macht. Also, dass man mehr Angriffsgeschwindigkeit hat und dass man mehr Schaden macht, wenn Gegner wenn Gegner unter 50% Lebenspunkt hat. Das ist so ziemlich das Talent, was ich da immer gepickt habe, weil es ist einfach ultra stark. Ihr macht an allem, also wirklich allem, mehr Schaden. Auch an Gebäuden, Forts,
Alles. Allerdings würde ich hier tatsächlich auch wieder auf sein Trade gehen, denn 25% weniger Rüstung sind schon sehr stark. Stellt euch das bei einem Garrosh vor, wenn der fast tot ist und seine 40% Rüstung hat und aus seinen 40% Rüstung auf einmal nur noch 15% Rüstung werden und er einfach weggenugt wird. Andernfalls würde ich hier auch wieder die Auto-Attack-Geschwindigkeit nehmen. Die könnte auch sehr stark sein. Was verändert das Rework an seiner Skillweise? Nun, durch seinen jetzt vorhandenen Flächenschaden ist Rainer ein viel besserer Solo-Laner. Er konnte zwar vorher auch noch eine Solo-Lane mittelmäßig gewinnen bzw. mittelmäßig contesten, da er gegnerische Helden recht gut auf Reichweite halten kann. Jedoch hat er jetzt durch seinen Fähigkeitsschaden auch noch einen ordentlichen Wave-Clear. Des Weiteren ist es jetzt auch wichtig, wann man wen angreift. Alles in allem finde ich seinen Rework sehr gut, es ist gelungen. Auch wenn sich die Werte noch vielleicht noch etwas ändern könnten, da der Patch oder da Rainer im Moment ja nur auf dem PTR gepatcht ist. Wie findet ihr das Rework? Ich weiß, wir haben nicht allzu viele Zuschauer, aber ja. Falls doch jemand hier ist, kann er doch gerne mal reinschreiben, wie er das Rework findet. Und damit vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.